Es hat selbstverständlich auch Reaktionen aus den Oppositionsparteien gegeben zu dem, was hier vereinbart worden ist zwischen Union und SPD. Wir haben sie sortiert in der Größe ihrer Präsenz hier im Deutschen Bundestag. Und es beginnt deshalb Bernd Baumann für die AfD. Ja, die Anschlussregelung finden wir nicht okay. Wir wünschen uns die Begrenzung des Familiennachzuges, wie das ja vor 2015 auch der Fall war, wo das ja eingeführt wurde für die Subsidiären. Davor war Deutschland ja auch kein kalter Staat, der die Menschenrechte irgendwie verletzt hätte. Wir haben ein sehr großzügiges Asylrecht und Subsidiäre für die Menschen ist einfach der Schutz vorübergehend, wie der Name auch schon sagt. Und da sollte der Familiennachzug auch ausgeschlossen sein. Ich gehe davon aus, dass die CSU da eingeknickt ist. Das ist halt sozusagen die Verhandlung miteinander. Von uns aus gesehen ist das eigentlich eine Fortführung dessen, was war. Alles, was da vereinbart worden ist in den Sondierungsgesprächen, ist im Grunde eine Weiterführung der Politik der Großen Koalition, auch was Grenze angeht, auch die Obergrenzen, alles, was da diskutiert worden ist, hat die SPD ja gleich in Abrede gestellt. Also wir rechnen damit überhaupt keine Änderung und fürchten, dass die vernünftige Grenzpolitik nicht kommt, wie sie alle anderen westlichen Staaten ja haben, dass man nicht einfach ohne Pass ins Land reinkommt, was in Deutschland tausendhaft jeden Monat weiter passiert. Das wird sich alles nicht ändern und von daher erwarten wir keine Besserung.